Herzlich willkommen zurück zu Sly Raccoon mit mir Zavex und im Part 21. In der letzten Folge haben wir den Panda-König besiegt, sind zum fünften Mitglied aufgebrochen, der in Russland residiert in einem riesen krassen Vulkan und voll böse ist und irgendwas mit der Vergangenheit von Sly zu tun hat. Und haben da auch schon die ersten zwei Mini-Level, anders kann man sich sagen, abgeschlossen. Und nun wollen wir nicht so sterben. Unglaublich großartiger Anfang, würde ich sagen. Egal, wir wollen Carmelita retten, weil sie plötzlich gefangen wurde. Egal. Und ich weiß, oh Gott, ich weiß gar nicht, wo lang. Ach, da. Oben. Dazu muss man irgendwo danach darüber, oder? Da rutscht man. Spiel vorbei. Nach 1,5 Minuten. Unglaublich. Gut, das klappt besser. Und noch mal rüber. 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 So geht das. Dann wollen wir uns hier dran schwingen, um uns rüber zu schwingen. Uns darüber zu schwingen. Uns darüber zu schwingen. Oh, das läuft super. Und dann fällt das Ding runter. Kommt einfach hier hin. Sehen da. Was bist du denn? Ach, das ist ein Schussgerät. Jetzt sehe ich es auch. Wunderbar. Egal. Es passiert nicht noch ein zweites Mal. Gedenke ich, dass es nicht nochmal passiert. Und dann können wir ganz schnell hier rüber, weil eigentlich ist es nicht schwer. Ting, berühren, runterfallen. Hochgehen. Blöde Computer kaputt machen. Und dann hier lang gehen. Und warten. Das geht doch. Das war eng. Kann man echt nicht anders sagen. Kann man vorbei? Cool. So, jetzt haben wir einfach das Fass. Das können wir einfach auch fast ganz leicht durch. Ach, und deswegen kann man auch nicht durch unsichtbar hier durch. Wegen den doofen Maschinen. Die schießen nicht gerade wenig. Oh, so viele Lichter. Es ist das Licht. Fast da. Schwerster Wind hinter uns. Ah, ich warte noch einmal ab. Man weiß nie. Rauszukommen. Rauszukommen und zu schlagen. Und erfolgreich geschafft. Oh yeah. Hallo. Süßer Fuchs. Cooper, ich wusste, dass du hinter all dem stecken würdest. Falsch geraten, Miss Fox. Ich bin hier, um dich zu retten. Du sentimentaler Narr. Mitleid war immer schon der Untergang des Cooper-Clans. Ich wusste, dass das eine Falle war. Ich sollte mich mit dem Hacken beeilen, um das Gas abzuschalten, bevor Slys Hirn zu Käse geworden ist. Musste das schon lange nicht mehr machen. Okay, mit dem linken Analog denke ich und mit dem rechten setze ich meinen Hackercode frei. Diese coolen Datenpakete müssen zerstört werden, wenn ich an den gelben Sicherheitscode herangehe. Einfach berührt, einfach berührt. Oh oh, hat wohl einen von den Lockbacks Sicherheitsalgorithmen ausgelöst. Zentrier dich, Emblem.
Okay, jetzt sind wir in einem Hacker-Level. Mit Bentley. Zum ersten Mal. Wir wollen nämlich Sly retten. Piu-piu-piu. Ist Hacken auch in Wirklichkeit so? Ich denke nicht. Aber cool wär's. Oh Gott! Ich will nicht getroffen werden. Ob mich das Rote oder irgendwas Grünes tut, das darf nicht passieren. Böses, böses Ding. Zieh. So, den habe ich auch. Und den habe ich. Jetzt habe ich schon mal 6 von 13. Supi, 7 von 13. Ich sagen, kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern. Das Spiel ist echt lange her. Das macht Spaß. Yay. Obwohl das stumpfes Geschieß ist. Piu, piu, piu. Oh, böser Eulen. Virenschutz. Du kannst mich niemals aufhalten, leben. Getroffen worden. Durch den grünen Block. Ärgerlich. Jetzt stehen hier ganz viele Gelbe. Aber es ist sogar die letzte Ebene. Das läuft. Easy. Ich bin der Beste. Kein Code hält vor mir stand. Sly, ich hab mich in dir getäuscht. Hol mich aus diesem Kraftfeld, in dem du den Sockel zerstörst. Ich werde mich revanchieren. Jetzt plötzlich, ganz, ganz plötzlich kann sie auch mal nett reden und uns nicht anschreien. Na, na, tun wir's? Ja, wir tun's, denn wir sind ein Gentleman. Und damit haben wir dieses Level und das Mini-Level geschafft. Versteh dich nicht, Cooper. Seit Jahren will ich dich hinter Gitter bringen. Aber wenn du selbst die Chance hast, mich einzusperren, befreist du mich. Wieso? Carmelita, du stehst zwar auf der anderen Seite des Gesetzes, bist aber nicht meine Feindin. Diese Roboteule, die den Todesstrahler gebaut hat und uns beinahe umgebracht hätte, steht eher auf meiner Liste. Verstehe. Okay. Ich schlage vor, bis Clockwork und seine miesen Machenschaften aufgehalten sind, arbeiten wir zusammen. Endlich vereint. Hä? Was? Ich brauche den Stock. Er ist seit Generationen im Besitz meiner Familie. Keine Sorge, Ringelschwänzchen. Ich gebe dir Deckung, wenn du ihn zurückholst. Geh hoch auf den Todesstrahler, wenn du kannst. Dort liegt mein Jetpack, seit Clockwork mich erwischt hat. Jetzt, da wir ein Team sind, will ich gar nicht von dir weg. Moment mal. Die Waffenruhe ist nur vorübergehend. Sobald wir Clockwork haben, bist du dran. Echt? Naja. Vielleicht gebe ich dir 10 Sekunden Vorsprung. Ist klar. Das ist jetzt eine etwas veränderte Mary. Oh, das ging wieder mal schnell. Konzentration. Gut, diesmal müssen wir Sly beschützen und nicht irgendwie Mary. Und das böses Riesenmonster kam ganz schön schnell. Oh Gott, das kam plötzlich von rechts. Ich glaube, das kostet uns ein paar mehr Leben. So, nochmal von vorne, Sly. Diesmal werden wir dich hoffentlich beschützen. So, da brauchen wir nichts machen. Ich will ihn nicht treffen. Es kommt als nächstes. Panik. Die brauchen mehr als einen Treffer. Oh Gott, nee, oh Gott, nee, oh Gott, nee. Und sind super schnell. Zieh-Dings hier ist super doof. So, ich sagte ja, dass das dauert. Ich glaube auch nicht, dass wir jetzt nur mit noch dem einen und dem nullten Leben, also noch zwei Leben, ausreicht. Aber mal sehen. Die Level hier sind ja eigentlich recht kurz. So, das wussten wir. Dann kommt als nächstes von dort einer. Dann kommt von dort einer. Dann waren wir hier noch nicht.
Ach, blöde Eule! Ich will dich treffen! Oder Falke! Oh, noch einer? Nee. Was kommt jetzt? Slay! Achso, das Abschießen. Und dann kommt... da einer. Und dann das Kaputtschießen. Und dann kommt... wieder hinten einer. Dann das Kaputtschießen. Und dann kommt da wieder hinten einer. Da war wieder einer. Immer das Gleiche. Oh, Sly, hast du es geschafft? Hast du es geschafft? Sieht gut aus. Yes! Gute Arbeit. War schwer. Doch noch gepackt. Sinkende Gefahr. Da ist Carmelitas Jetpack. Genau dort, wo sie gesagt hat. Das magnetronische Kraftfeld für den Todesstrahler wurde zerstört, als du deinen Stock retten wolltest. Beeil dich lieber. Das ganze Ding fällt auseinander. Schon dabei. Okay, 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 das sieht nach das Finale aus. Das finale Ding aus. Das ist gut. Ich kann mich noch nicht bewegen. Jetzt? Okay. Jetzt. Das sinkt schnell. Klettern, Sly! Klettern! Das ist warum immer. Immer ich. Gut. Die Lava geht hoch. Und von den Dingern kommen Elektroschocks. Alles bricht zusammen. Okay. Die letzte Kletterpassage. Zerstöre die Hindernisse mit deinem Stock. Bleib in Bewegung. Ah, auf die Spitze. Nein! Ich habe nicht Kreis zu spät gedrückt. Oh ja, vorbei. Okay, nochmal versuchen. Das wird schon. Das wird schon. Jetzt haben wir wieder 5 Leben. Wenn's völlig egal ist, wie viele Leben man in diesem Spiel hat, weil es hat anscheinend nicht wirklich negative Auswirkungen. Außer man spielt Level und einen Checkpoint. Und diese Level haben anscheinend keinen Checkpoint. Deswegen ist das Upsigor. Hier auf die Spitze und dann wieder hier rüber. Oh yeah. Hier erstmal trotzdem warten. Egal wie viel Zeit das kostet. Ah, da muss man springen, weil da geht es nicht automatisch hoch. Okay, ah, dann nochmal wieder. Okay. Weiter geht's. Gleich müssen wir bei dem Bösen angekommen sein. Ih! Was seid ihr denn? Not amusing. Okay, geschafft. Okay, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Auch nochmal eins von deinen. Und das Lava ist so nah. Nein! Nein! Ich dachte jetzt wegen der Lava. Das ist nein. Damn it! Damn it, Sly! Damn it! Okay, weiter geht's. Again. Müsste dann nachher hoffentlich nicht mehr viel mehr kommen. Und rüber. Nee, das traue ich mir nicht. Aber am Anfang könnte man es eigentlich machen, weil dann hat man nicht so viel Zeit für. Ah, nee. Und rüber. Okay, warten. Hier muss man rüberspringen. Dann fällt das Ding runter. Und man kann sich hier ganz schnell klammern. Bertha, ich brauche euch. In Zeiten der Not. Braucht man die Wörter. Oh Gott. Oh Gott, und Gott, ich weiß nicht, je nachdem, ob man Gott braucht oder nicht. Einem selbst überlassen. Oh Gott, hier müssen wir warten. 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 Und warten. Und rüber.
Oh, brauche ich mich nicht. Noch einer. Hat da noch was? Was nun? Ach, hier drauf. Oh, Jetpack. Geschafft. Oh yeah. Ein seltsames Bündnis. Okay, das Jetpack ist leicht zu fliegen. Mit dem linken Analogstick zielen und steuern und mit der Quadrattaste die Raketen abfeuern. Sly, hinter dir! Sly Cooper, du bist der Gaskammer entkommen und hast den Todesstrahler zerstört. Erstaunlich. Ihr Coopers erstaunt mich immer wieder. Immer? Also bist du das im Hintergrund auf all den alten Bildern im Buch des Meisterdiebs? Wie alt bist du wirklich? Perfektion hat kein Alter. Was? Du bist unsterblich? Rache ist die wichtigste Zutat im Brunnen der Jugend. Ich habe mich über hunderte von Jahren nur mit einer Diät aus Hass und Eifersucht am Leben erhalten und auf den Tag gewartet, an dem mein Ruf als Meisterdieb den Ruf deiner Familie überstrahlt. Sly, meine Raketen kratzen ihn nicht, reißen aber Löcher in seinen Panzer. Schieß auf die Löcher, die ich mache. Okay. Das ist der super krasse Endboss. Raketenschießfeuer. Ich bin dir überlegen. Er ist mir überlegen. Das ist seiner Meinung, ne? Dann können wir einfach abschießen. Können wir jeweils einfach an die Fläche. Alles klar. Aber! Du kannst mir nicht ewig aus. Ich würde sagen, den finalen Kampf, den sparen wir uns für die finale Folge auf. Und ich hoffe, es hat euch dieser krasse Cliffhanger gefallen. Und die schockierende. Nicht so schockierende Wahrheit des großen Bösewichtes von Sly Cooper. Und ich hoffe, ihr schaltet in der nächsten Folge ein, wenn es heißt, wir klatschen den Boss. Oh yeah. Ich bin Zavex. Und nun bin ich raus. Ciao.